Hi, ich habe das hier gebaut. Die niesende Nase spielt eine random Auswahl an Nies-Sounds ab, während sie dir Desinfektionsmittel auf deine Hand sprenkelt. Toll, oder? Ich habe dazu einen kleinen Clip auf Social Media gepostet und es ist ein bisschen eskaliert und sehr viele Leute fragen, wo man es kaufen kann. Und deswegen wird es Zeit für ein verfrühtes Bauvideo. Ein Bauvideo mit einem Stand, den ich euch eigentlich noch gar nicht zeigen will. Es könnte also unangenehm werden. Für mich. Fangen wir einfach mal an. Die Idee war hierbei das Schwierigste. Ich habe mich also erstmal hingesetzt und intensiv nachgedacht. Und dann wusste ich, es wird Zeit, ein wichtiges Problem der Menschheitsgeschichte mit einer meiner Erfindungen zu lösen. Langweilige Desinfektionsmittelspender. Oh nein, so langweilig. Okay, also erstmal zum Handerkennungspart. Wenn Hand unter Nase, dann rotzen und sonst nicht, wäre gut. Dafür habe ich einen ER-Sensor benutzt. Der ist aus dem Autobau-Kit, das übrigens sehr gut funktioniert hat und nun völlig grundlos seiner Teile beraubt wurde. Oh Gott! Das ist nicht ganz korrekt, was du tust. Hier hat man was, um die Empfindlichkeit einzustellen. Da kann man das noch ein bisschen besser anpassen. Am besten erst in der fertigen Konstruktion. Hand da, Hand weg. Hand da, Hand weg. Hand da, Hand weg. Genius. Okay, Handerkennung abgeschlossen. Zum Sound. Den besten Part daran. Wie bei jedem Projekt. Dafür Standardaufbau, wie in jedem anderen Projekt. DF-Player-Lautsprecher, Micro-SD-Karte mit Nies-Sounds. Den besten Nies-Sounds, die ich im Internet finden konnte. Ich bin nicht mal mehr verwundert. Schritt 3, die Nase. Ein wichtiger Teil der niesende Nase. Man kann die eigentlich auch am Stück drucken. Ich habe nur irgendwie mich ein bisschen eingekackt, weil der Druck so lange gedauert hat und ich das Filament vorher nicht getestet habe. Ich lade die als ganze Datei hoch, falls ihr die Nase haben wollt. Haben wir nicht langsam genug Körperteile gedruckt? Wir try turning it on and off again. Okay, mal gucken, was. Warum so laut? Warum so laut? Warum so laut? Ich meine gleich. Okay, wir haben Nies-Sounds und eine Nase. Kommen wir zu dem Part mit dem Desinfektionsmittel, der mich in den Wahnsinn getrieben hat. Nach langer Recherche im Internet bin ich zu dem Schluss gekommen, etwas komplett Neues zu probieren und den Desinfektionsmittelspender mit einem Servo runterzudrücken. Um dann zu merken, dass die Nase, in die das Ding reinpassen würde, definitiv zu groß ist, um in meinem Flur zu hängen. Ich habe ein Platzproblem in meiner Nase. Also habe ich das dann fachgerecht verkleinert. Zum ersten Niestest. Sounds kommen keine. Das hat auch richtig gut geklappt. Why? Ich habe das doch nur da reingestopft. Das sieht absolut nicht so aus, als sollte das nicht mehr funktionieren, nur weil ich das da so reingestopft habe, okay? Also zurück zum Research-Part. Würde dann halt so aus dem Nasenloch raussprühen. Ist das eine gute Idee für Desinfektionsmittel-Nebentechnik? Wahrscheinlich nicht. Werde ich es trotzdem benutzen? Ja. Wir lassen den Motor erstmal da. Im finalen Ding wird's anders. Ja, sprechen wir nicht rüber, oder? Okay, es wird Zeit, der Nase zu sagen, wann sie rotzen soll. Zum Code. Wenn ich meine Hand unter deinen Riechkolben halte, dann spiele Sounds ab. Das ist jetzt eine komische Aussage.
aber am längsten hat gedauert, den Rotzmoment rauszufinden. Also den Moment, wo der Nieser soundtechnisch an der Stelle angekommen ist, wo das Desinfektionsmittel rausgesprenkelt werden soll. Rotzmoment erfolgreich festgelegt. Bin so stolz. Vergesst nicht, ordentlich rein zu abonnieren. Das war die Geschichte von Niesler, dem niesenden Desinfektionsmittelspender. Sie darf jetzt auch Menschen niesen. Tschüss.